Ja, sehr geehrter Oberbürgermeister, wir hatten ja schon viele interessante Themen heute, aber ich glaube, dass das größte Thema, was die Stadtgesellschaft am meisten betrifft, vor allen Dingen auch Autofahrer und auch ÖPNV-Nutzer, ist das ganze Thema Carola-Brücke. Der Kollege Lazinski hatte ja schon auf diesen Presseartikel hingewiesen. Wir haben oder ich habe auch zwei Fragen dazu. Zum einen ist die erste Frage, ist das Thema, kein Mensch versteht, dass 5 Wochen nach dem Brückeneinsturz immer noch Ampelschaltung, Rathenauplatz und auch unten am Terrassenufer immer noch nie umgestellt wurden. Also es wurde versprochen bis zum Ende der Herbstferien. Jetzt haben Sie in Ihrer Stellungnahme geschrieben, irgendwie, ich glaube, bis zur 46. oder 47. KW. Also ich glaube, ein Großteil der Dresdner hält das mittlerweile als einen schlimmen Schildbürgerstreich, dass nie zumindest die zwei Ampeln einfach mal abgeschaltet wurden, weil sie ja fast ins Nichts führen. Uns würde da jetzt interessieren oder mich, wann denn nun genau da was passiert und vor allen Dingen auch, wie der Verkehrsfluss dann gelöst werden soll und welche Gründe dagegen sprachen. Und dann die zweite Frage, die möchte ich gleich anschließen, die schließt sich ein Stück weit an das, was der Kollege Lazinski gesprochen hat, an. Es sind ja gravierende Vorwürfe, die da in der Presse von zwei großen Zeitungen in Dresden gegenüber der Verwaltung geäußert wurden. Ich möchte das jetzt gar nicht bewerten. Es wurde ja davon gesprochen, dass die Einsturzgefahr der Brücke schon länger der Verwaltung bekannt gewesen wäre. Es werden ja mehrere Gutachten zitiert. Deswegen stellt sich uns die Frage, welche Rolle die Brückenschäden, die in den Gutachten angeführt worden sind. Und ich sage mal, es wird sicherlich noch mehr Akteneinsicht geben in die ganzen Unterlagen. Also welche Brückenschäden denn wirklich was mit dem Brückeneinsturz zu tun haben, beziehungsweise jetzt mit der Sperrung der verbliebenen Brückenzüge. Und bitte, Herr Oberbürgermeister, lassen Sie nicht wieder darauf verweisen, dass das irgendwo in einem Ausschuss besprochen wird, weil das ist mittlerweile alles höchstes Interesse der Dresdner. Man wird an jeder Stelle darauf angesprochen und ich glaube, nach diesen wirklich sehr massiven Vorwürfen bedarf es doch in einer Klarstellung von Seiten der Verwaltung, insbesondere zu dieser schon, sage ich mal, bekannten Einsturzgefahr beziehungsweise gewissen Risiken in die Richtung. Ich glaube, das ist der Dresdner, der hat das Recht darauf, hier auch heute in eine Antwort zu bekommen, wie die Verwaltung das einschätzt. Danke. So, auch hier übernimmt die Beantwortung Kollege Kühn und dann ansonsten gilt mal, ja, es wird mit großer Intensität an der Aufarbeitung der Ursachen gearbeitet und natürlich dann, welche Folgen hat das? Und es macht keinen Sinn, da alle 3 Minuten danach zu fragen, bis die Ergebnisse da liegen und dann kann man darüber in eine fundierte Auswertung gehen. Aber zunächst über den Sachstand. Herr Kühn, bitteschön. Sehr geehrter Böhm, ich fange mal von hinten an. Welche Schäden zum Einsturz der Brücke geführt haben, ist Auftrag an die unabhängige Untersuchung, die wir unmittelbar nach dem Einsturz des Brückenzugs C beauftragt haben. Das Team von Professor Marx untersucht genau das. Dazu werden zum Beispiel in dieser Woche auch Maßnahmen durchgeführt am Brückenzug B, um in den Brückenzug, sag ich jetzt mal, reinzugucken, in die Spannglieder beispielsweise. Und wir haben gestern im Bauausschuss deutlich gemacht, und wiederhole ich das, was ich Herrn Lazinski gesagt habe, dass wir am 11. September in der öffentlichen Sitzung des Bauausschusses das beauftragte Büro der Zwischenergebnisse präsentiert. Und bis dahin sind wir alle gut beraten, die unabhängigen Untersuchungen laufen zu lassen und das beauftragte Büro diese zu tätigen. Und wir erwarten dann, dass wir am 11. September, 11. Dezember dann entsprechende Antworten bekommen. Darüber hinaus, das habe ich auf die Antwort von Herrn Lazinski auch schon gesagt, haben wir hinsichtlich der jüngsten Berichterstattung Professor Marx beauftragt, uns dort hier eine Einordnung und Erläuterung zu geben. Zu Ihrer ersten Frage haben wir ihn gestern ja im Bauausschuss ausführlich informiert und auch in der öffentlichen Sitzung des Bauausschusses, in der Sondersitzung, die stattgefunden hat, haben wir sehr ausführlich über das Thema der Lichtsignalanlagen gesprochen, welcher Aufwand dahinter steckt. Und wie wir ihn gestern schon mitgeteilt haben, ist es so, dass im Nahbereich der Carola-Brücke an 15 Anlagen
Lichtsignalanlagen Anpassungen notwendig waren. Und wir haben in der ersten Stufe jetzt überwiegend die Dinge erledigt. Erste Stufe war Carola-Platz, Günz-Platz, Wiener-Platz, Lené-Platz, Neustädter-Markt, Bautzener Rotenburger Straße, Georg-Platz, Postplatz, Albert-Platz, Günz-Straße, Pillnitzer Straße, Sachsenplatz. Und aktuell in dieser Woche bis spätestens Ende Oktober, auch das haben wir gestern deutlich gemacht, läuft die Anpassung Terrassenufer Steinstraße, Pillnitzer Straße, Steinstraße. Und insofern ist dann das Wesentliche, plus Rathenauplatz, Entschuldigung, habe ich vergessen, die wesentlichen Maßnahmen erstmal erledigt. Und wir haben in der Ausschusssitzung bzw. der vorhergehenden auch deutlich gemacht, dass zum Beispiel am Terrassenufer Steinstraße die Lichtsignalanlage nicht sinnlos ist, weil sich dort die Auslagerung für einen Schulstandort befindet mit zahlreichen Schülerinnen und Schülern. Es gibt den Elbradweg, es gibt also dort Querungsbedarf von Bürgerinnen und Bürgern, die zu Fuß unterwegs sind, deren Verkehrssicherheit auch gesichert sein muss. Insofern finden diese Anpassungen statt, aber die Ampelanlagen stehen dort nicht sinnlos rum. Herr Bürgermeister, gestatten Sie mir zwei Anmerkungen kurz dazu. Also der Dresdner hat schon ein hohes Interesse daran, dass so schnell wie möglich die Zusammenhänge, die zum Einsturz der Brücke geführt haben, dargelegt werden. Und der Verweis nur auf einen öffentlichen Ausschuss oder so, ich glaube, das ist nicht der richtige Weg. Weil was nicht funktioniert, ist, dass eigentlich Verwaltung alles richtig gemacht hat, aber die Brücke trotzdem eingestürzt ist. Sorry, aber so funktioniert das nicht. Ich habe das mal so in meinem Bekanntenkreis mal versucht, so zu argumentieren. Die Leute haben mir alle einen Vogel gezeigt. Und genauso zeigen mir die Leute einen Vogel, die alle seit 5 oder 6 Wochen auf dem Terrassenufer im Stau stehen und sich die Frage stellen, was diese zwei Ampelschaltungen sein sollen und warum man die nicht abschaltet, insbesondere die Ampel am Rathenauplatz, die zu überhaupt nichts mehr notwendig ist. Also sorry, dort an der Stelle muss dringend nachgearbeitet werden. Da haben die Bürger, sage ich mal, ein hohes Interesse und das Thema wird überall diskutiert. Also nochmal auch das in aller Deutlichkeit. Natürlich haben wir alle ein großes Interesse, das zügig aufzuklären. Und trotzdem muss es ordnungsgemäß die entsprechenden Untersuchungen laufen. Und sobald es Untersuchungsergebnisse gibt, werden die vorgestellt. Und wir gehen wirklich in einer sehr, sehr engen Kommunikation hier vor. Und mit jedem Schritt, wo es weitere Erkenntnisse gibt, das der Öffentlichkeit vorzustellen. Auch natürlich, logischerweise, wenn wir eine eingestürzte Brücke haben, die zunächst erstmal abzutragen ist und dann über Ersatzbauten vorzubereiten haben, ist das nie von heute auf morgen geschehen. Und ja, ich würde mir auch wünschen, dass wir diese Stauerscheinung nicht haben. Völlig d'accord. Da sehen wir alle miteinander in einem Boot sitzen, ändert aber nicht an der Thematik, dass hier wirklich mit Nachdruck an den Erkenntnissen gearbeitet wird und an deren Beseitigung. So.